Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Part Demendori. Mal ganz kurz vorweg nochmal, falls meine Stimme irgendwie seltsam klingt oder Nebengeräusche entstehen, ich muss meinen Ventilator auf höchste Stufe halten, weil es... 32,5 Grad, Tendenz steigend. Seitdem ich hier bin, sind schon über 1 Grad gestiegen. Ich bin gerade mal seit einer Stunde hier, ja, seit einer Stunde. Eine Stunde, 1 Grad, klingt nicht sonderlich prickelnd, ich weiß. Und wir fahren fort. Wir sind Kellner. Kellner 47, der da hinten erkennt uns, das gefällt mir nicht. Er läuft. Hier erkennt uns keiner. Der erkennt uns, ist mir aber egal. Es leckt ein wenig, sehr doll. Sehr, sehr doll. Ich weiß nicht, was das ist, tut mir leid. Oh yeah. Aha. Das nenne ich krasse Musik, yeah. Wir können hier irgendwo auch untertauchen, oder? Es war vorne an einem Tisch irgendwo, glaube ich. An dem da. Ich muss nämlich nur aufpassen, jetzt, da kommt er wieder. Feel the gift. Oh, das wird knapp enden. Was nicht sein Ernst. Stellt er sich jetzt dahin? So, guck. Geh. Geh einfach. Humni mit Döner. Wo geht er hin? Freaking what? I'm sorry. Ich helfe Ihnen, Sir. Du musst dir keine Sorgen mehr über das Übergeben machen. So, wir sind jetzt... Ich hab nicht die Kamera. So, weg mit dir. So, wir sind jetzt ein unglaublich toller Kameramann. Oh, hell yeah! Wir nehmen auch die Mitgliedskarte an. So, und jetzt können wir nämlich mit unserem Kamerateam reden. Ich weiß nicht, was das für Lecks sind. Das tut mir echt leid. Ich habe echt wieder gerade mal 17 FPS. 18, na, jetzt geht's ein bisschen hoch und gleich geht's wieder runter. So, jetzt habe ich erkämpfte 20, jetzt geht's auch wieder runter. Und da steht die Aufnahme. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder synchron oder asynchron ist. Es hat auf jeden Fall schon wieder gestanden. Ich verstehe es nicht. Ich habe alles... Kleiner Cut. So. Mal schauen, ob es jetzt nicht vielleicht doch etwas besser mit der Aufnahme läuft. Nun ja, wir haben schon mal zumindest 25 FPS. Steigend auf 30. So. Wir sind der Kameramann. So, wir müssen... Ich muss mal kurz gucken. Und zwar, wenn wir hier drin sind. Es gibt hier noch einen dritten Aufgang. Das ist wichtig. Wir müssen auf jeden Fall nach oben kommen. Ich überlege mir nämlich gerade was richtig Schönes, wie wir ihn nämlich vor laufender Kamera ein wenig hinrichten. Ohne, dass es jemand merken könnte. Weil... Den Kameraraum hat man ja gesehen. Ich habe ihn auch schon mal gesehen. Ist wirklich so, je mehr man sieht, umso lower sind die FPS. Ja.
Ich will nicht überwältigen. Oh Gott, nee, bloß nach unten gucken. Nicht rumgucken, nein, guck nach unten. Guck nach unten. Los, quatschen. Alter, jetzt raucht die erstmal. Alter. You aim and shoot. Wir machen die Kamera nur an. Keine Sorge. Wieso erkennt er uns da oben? Das gefällt mir nicht, dass der uns da erkennen kann. You made it. Most impressive, 47. Das ist nicht gut. Now to locate Klaus Strandberg. Pam Kingsley, GNN News. My name is Pearson. Ah, als Praktikant. Follow me, please. Ich wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Ja, das ist egal. Hey, watch it. Ich hab nichts gemacht, er hat mich angestupst. Was kann ich dafür? Wir müssen auch mal irgendwann rausfinden, wie wir die Bänder löschen können. Oh, Mist, wo ist hier hin? Take my picture. Tschüss. Tschick. Ich kann mit einer Waffe schießen, wenn du möchtest. Was zur Hölle? What do you make of him, Strandberg? I don't know. Da ist er. Wir müssen auf jeden Fall. Na, das gucken wir dann. Mal ganz kurz nochmal zur. Nee, es geht nur nach unten, verdammt. Okay, dann hier hinten geht's aber nach oben. Stimmt, ah, das ist ja der Gang. Okay, wir müssen nämlich aufpassen, wir müssen hier irgendwie hoch, glaube ich. Ach komm. Muss von irgendwo aktivierbar sein. Ja, das war so klar. Capital, you made it. Come on in. Come in, good. Pam Kingsley, a pleasure. I watch your show. Haben wir zur Not nur mal kurz zu... Nein, wir haben es nicht. Oh, doch, haben wir. Oh, puh. You're even more lovely in the flesh. And this is... Tyler Clark, producer. And this is our cameraman, Finley. Tyler. And Finley. Splendid. Well, let's do this, shall we? Where do you want me? The light is nice over here. Not that I want to tell you boys how to do your jobs, good heavens. Well, right here is fine, Mr. Strandberg. Sit down, make yourself comfortable, and we'll be ready in no time. Oh, no, no, please, please. Call me Klaus. Bam. Folgen Sie dem Kamerateam. Erledigt. So, wir müssen, glaube ich, nur noch die Kamera anmachen. Okay, I think we're set. Roll when you're ready. Camera rolling. Okay, so wir müssen jetzt recht schnell, glaube ich, sein. Access to the consulate and first row seats for the interview. Nicely done, 47. Dürfen wir hier so weit lang? Nice camera. Good quality. Dürfen wir hier eigentlich hoch? Wir dürfen hier hoch. Das gefällt mir. So, wir wissen ja auch, wo der Herr ist. Ah, Mist, die Wachen erkennen uns hier. Oh, wir müssen aufpassen. Ganz vorsichtig. Wenn er herkommt, muss ich mir ganz schnell einen anderen Plan überlegen. Erkennen uns alle Wachen hier? Nein, er zum Beispiel da hinten nicht. Nur der hier vorne. Okay, er geht in die andere Richtung. Wo ist der andere hin? Da hinten. Okay, nicht schlimm für uns, wir können hier hin. Auf Wiedersehen. So, wir sollten uns ein wenig schneller beeilen. Schneller beeilen. Versteht er? warte mal.
Ist das jetzt vielleicht der Sicherheitsraum? Schade. Muss ich mal kurz so anmerken. Okay, close. Oh, der kommt hier, glaube ich, lang, oder? Der geht runter. Oh, ich hoffe es eigentlich schon nicht. Oh, wir müssen den Schraubenzieher mal wegpacken. So, jetzt suchen sie. Das ist ja nichts Schlimmes. Nicht für uns jedenfalls. Jo. We are taking the shots. Bitch. So, hier erkennt uns auch noch keiner. So, wir müssen jetzt nur noch entkommen. Gibt doch, glaube ich, nur so ziemlich einen Ausgang, oder? Gibt es mehrere Ausgänge eigentlich auf der Karte? Werden jetzt eigentlich angezeigt? Ja, tatsächlich, da und da. Den hatten wir letztes Mal genommen. Wir nehmen jetzt mal den hier hinten. Einfach nur für den Fall, dass es jetzt irgendwie was extra bringt oder so. Rennen wir einfach mal raus. Hi, Brudorinos. Was geht? Lass mich mal durch. Lass mich mal bitte durch. Irgendwo da hinten, da ist er. Der Exit. Es war eigentlich immer so, dass man bei jedem Ausgang noch ein Special hatte, sozusagen. Also jeder Ausgang war halt was Besonderes, sozusagen, dass man immer was Besonderes kriegt, wenn man den halt benutzt. So, als Gelegenheit sozusagen. Jetzt habe ich's. Ach, das ist unser Start. Oder sind wir hier letztes Mal raus? Ach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt raus. Wir sind raus, Freunde. Wir sind raus und wir haben es durch. Yay! Endlich, es ist so wieder soweit. Wir haben es durch. Krass geil. Ging besser als erwartet. Ich glaube, der Mut nicht mehr. Interessiert mich nicht. So, die malerische... Ich wollte es gar nicht alles skippen. 11 Herausforderungen abgeschlossen. Ich gehöre dazu. Achso. Achso, hier sind wir. Ha? Ausstiegsstrategie. Entkommen Sie durch die Straßen, durch das Straßentor. Ich wusste es. Einkauf beendet. Entkommen Sie durch das Marktplatztor. Seht ihr? Na? Ich hatte recht. Haha. Ich bin gut. Verkleiden Sie sich als Kameramann. Verkleiden Sie sich als Offizier. Okay, wollte schon sagen, das haben wir nicht gemacht. Zurück in die Schule. Finden Sie den Generalschlüssel des Direktors. Hä? Ah ja, genau. Warte. Öffnen Sie Klaus Hugo Strandbergs Safe? Achso, ja, Strandbergs Safe. Ja, stimmt ja. Genau. Okay. Alles klar. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir sind die Besten. Okay, dann war's das für den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn es heißt, ich weiß nicht, was dann dran ist. Also bis dahin, peace out, euer Raccoon Stay Play. Ciao.